Der frühere NATO-General Petr Pavel wird neuer Präsident in Tschechien. Der 61-jährige politische Quereinsteiger besiegte den populistischen Ex-Regierungschef Babiš überraschend deutlich. Pavel bekam fast 60% der Stimmen, der Milliardär Babiš bekam gut 40%. Tschechien ist Mitglied der EU und der NATO. Das Staatsoberhaupt hat dort überwiegend repräsentative Aufgaben, ernennt aber auch die Regierung und ist Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Die Wahlbeteiligung war mit rund 70% der Stimmen sehr hoch. Mit der Wahl von Petr Pavel bekommt Tschechien wieder einen klar pro-westlichen Präsidenten. Der frühere General unterstützt die Einführung des Euro, Militärhilfe für die Ukraine und die Legalisierung von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften. Magyar Ádám, Euronews, Prága, Csehország.